Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Rosvita of Souls, wo wir inzwischen einfach noch übertrieben mehr Schaden machen. Ich bin gerade schon ein bisschen im Überlegen, ob ich nicht noch auf Meister hochstelle. Na, erstmal gucken, wie wir hier weiterkommen. Kann ich das hier eigentlich? Nein, ich kann immer nur reduzieren, das ist doch lahm. Wann kann man eigentlich erhöhen? Wahrscheinlich, wenn man auf Normal steht, weil man dann nicht reduzieren kann. Na, auf jeden Fall geht es hier gut ab wie Schnitzel. Auch XP-technisch können wir nicht klagen, möchte ich behaupten. Da ist Gegner töten fast effektiver als die Kopfgelder machen. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. So, wir brauchen. Moment, da war gerade noch was gedroppt. Wir brauchen 470.000 ungefähr. Ich muss mal gucken, oder wir sind jetzt bei 188.000. Und diese paar Gegner hier bringen uns. Einfach mal 15.000 XP. Und das geht ja nun wirklich schnell. Und jetzt muss ich gleich mal gucken, wie viel das Kopfgeld bringt. Ah, okay, das bringt schon mal 70.000. Okay, kann man machen. Kann man machen. So, aber dann sind wir doch hier auch durch. Dann können wir doch jetzt einfach mal hier weitermachen. Zügig, zügig voran. Und ich wollte gucken. Ach Mist, habe ich das eine Ding jetzt da unten eingesammelt? Nee, ne? Na, egal. Stärke kackt ab, wieder ist ein bisschen mehr. Nee. Nee, will ich nicht. Ach Gott. Suchen, suchen und suchen. Und dabei nicht ganz so viel fluchen. Kackscheiße. Bin gerade ganz froh, dass ich noch doch noch den einen oder anderen Diamanten gesoppelt habe. Das würde ich hier wahrscheinlich gerade deutlich weniger aushalten. Au. Ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, als ich hier auf gesegneter Hammer umgestellt habe. Ich habe in Diablo 2 nie wirklich einen Hammerdien gespielt. Also das heißt nie wirklich, also nie. Noch nicht mal angefangen. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ich habe auch überhaupt gar nicht so viel Paladin gespielt. Okay, mein erster Diablo 2-Char war in der Tat, also so D2 Classic-Zeiten damals noch, als die Erweiterung noch nicht gab, da war ein Dornen-Paladin mein erster Char und oh mein Gott, es war Fail. Das war richtig abgrundtief Fail, möchte ich sagen, weil das lief überhaupt nicht. Also zum einen war der Skill überhaupt nicht darauf ausgelegt, der ganze Paladin und das ganze Spiel war nicht darauf ausgelegt, dass es eine gute Idee ist, Schaden einzustecken und ihn dann zurückzuwerfen. Das hat einfach nicht funktioniert. In keinster Weise. Also klar haben die Gegner schon gut Schaden gekriegt, aber ich habe dabei einfach so oft die Mütze bekommen. Das, nein. Also den habe ich, glaube ich, noch nicht mal auf normal durch die Story durchgespielt, geschweige denn Albtraum oder Hölle. Dann habe ich ab und an mal einen stumpfen Nahkämpfer-Parler gemacht, also ein Fana-Zealot, also Fanatismus und Eifer. Das war ja so das Standardding eine Weile. Und gegen Ende habe ich mir dann in der Tat, nachdem die Drop-Rate für die High-Level-Runen auch ein bisschen erhöht wurde, habe ich mir dann ab zweimal, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren einen Dreamer gemacht, also einen Dream-Paladin mit Dream, also Traum, als Runenwort im Helm und im Schild. Also massiv auf Blitzschaden gegangen und auf Senkung der Blitzwiderstände. Hat extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ist Singleplayer überall richtig, richtig super durchgekommen. Also ich habe natürlich im Closed Beta gespielt, aber trotzdem selbst allein, also alleine im Spiel ist er richtig gut durchgekommen und auch mit mehreren Leuten. Muss ich da rein? Nein. Auch mit mehreren, also im 8-Spieler-Spiel war es schon so, ja, geht. Wobei ich natürlich auch nicht die perfekte Ausrüstung hatte, aber ganz ordentliche. Aber so bis 4-5 Leute im Spiel ging der richtig gut durch. Über Tristram konnte der auch alleine machen. Zwar jetzt nicht ultra schnell, also da gab es 5-6 andere Builds, die über Tristram deutlich schneller machen konnten. Aber
Es lief auf jeden Fall. War echt spaßig. Für all die, denen Dream jetzt vielleicht gerade nichts sagt, das Runenwort macht eine heilige Blitzaura. Und ich weiß gar nicht, ich glaube Level 20 oder so, oder Level 17, 18, auf jeden Fall ein relativ hohes Level. Und da man das Runenwort zweimal tragen konnte, ja, nämlich im Helm und im Schild, haben sich die Runen quasi aufaddiert und aus zweimal Level 20 wurde dann eben eine Level 40 Aura oder dann, ja, keine Ahnung, zweimal 18, dann Level 36 oder ich. Auf jeden Fall relativ hoch, hat ordentlich Blitzschaden gemacht. Dazu hat man dann eben selbst noch Conviction, also Überzeugung angemacht, was ja die Widerstände der Gegner senkt, sodass man fast alle Immunitäten gepierst hat und natürlich auch die Blitzwiderstände der Gegner massiv gesenkt hat. Dann dazu noch Grief getragen als Waffe, was auch nochmal ordentlich Schaden ausgeteilt hat. Das ging richtig, richtig gut und Eifer eben als Hauptangriff. Das war schon fetzig, also selbst auf Hölle überall durchgerotzt, die Urahnen langweilig fast schon. Und natürlich durch die Level... Ach genau, und man hat natürlich selber auch noch in... ich weiß gerade gar nicht, was die Synergy zu der heiligen Blitzaura war. Ich glaube, Widerstand gegen Blitz. Genau, die Aura Widerstand gegen Blitz, die auch noch die maximalen Blitzwiderstände erhöht hat, sodass man letztendlich mit 95% Blitzwiderstand herausgegangen ist. Und dann hat man auch noch Donnergottes Gedeihen getragen. Das heißt, man konnte in Souls und in allem, was Blitzschaden gemacht hat, baden und hat Blitze auf die Fresse bekommen ohne Ende, stand drin, hat gelacht und hat noch Hitpoints dazu bekommen. Es war ein Traum. Aber gut, das kennen Java Zones ja auch. Also wer mal eine Wurfspieß einmal gespielt hat und mal Donnergottes Gedeihen, überhaupt jeder, der mal Donnergottes Gedeihen getragen hat, kennt das ja. Wobei das mit 75% Blitzresis immer noch nicht ganz so geil ist wie mit 95% Blitzresis. Aber es läuft trotzdem. Also ich glaube, der Dream Paladin ist auch so mein Favoritencharakter aus Diablo 2, so wie man nachdenke. Also ich habe auch relativ häufig halt eine stumpfe Magic Find Sword gespielt, entweder mit Blizzard oder halt mit Frost Orb und Feuerball, aber das ist ja halt alles nichts Spektakuläres. Das spielt man halt so Magic Find machen und das läuft halt. Das macht halt Spaß, aber es ist halt ja nichts Außergewöhnliches. Ich konnte mich bedauerlicherweise nie dazu durchringen, weil mir auch immer so ein bisschen das Equipment fehlte. Und mir ich da auch nicht so den riesen Perfektionismus dran hatte, den man da leider braucht, hatte ich leider nie eine wirklich gute Melee-Sorg. Weil ich den Gedanken eigentlich ganz geil finde. Ich muss sagen, einen Elementardruiden fand ich auch ganz witzig. So einen klassischen Tornado-Stormer. Hat er was? Ist, finde ich, auch so ein bisschen vergleichbar gerade mit dem Kreuzritter hier. Ich meine, die Hämmer, die einen umkreisen und in dem Bereich halt durch die Blitze noch Schaden machen. Gut, die haben zwar einen etwas größeren Radius, aber das kommt ja schon ungefähr mit der... Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht mehr, was war das? Zyklonrüstung oder Hurricane, auf jeden Fall dieser Wirbelwind, der einen da umkreist als Druide und der halt Schaden macht. Das ist ja schon relativ ähnlich. Und ansonsten haben wir ja, also jetzt noch nicht, aber später dann auch mit Gerechtigkeit halt noch einen Fernkampfangriff. Gut, da waren die kleinen Wirbelstürme, die man da losgelassen hat, natürlich noch ein bisschen ungezielter. Und dafür mehr Schaden gemacht, aber trotzdem, also so zumindest von der groben Spielweise her schon sehr ähnlich, möchte ich sagen. Gut, wir beschwören uns hier natürlich keinen Geist oder so. Einfach, weil wir das nicht können. So, wo habe ich jetzt den Abgang übersehen? Hier wahrscheinlich. Zum Kotzen. Ist das Ding gerade schockierender Verlierer? Ach nee, Verheerer. Sehr verheerend. Wow.
wahnsinnig schlechter Ring. Ach nee, es ist ein Amulett. Ich wundere mich schon, warum nichts passiert, wenn ich auf Alt drücke. Ach, okay, das ist ein Enchantress-Fokus und das, ja, natürlich sieht doch gar nicht fast gleich aus. Gut, das ist alles Grütze. Dann reiten wir doch noch mal ein bisschen. Jawohl. Gut, dass ich jetzt gar nicht irgendwie 10 Minuten über Diablo 2 gelabert habe. Na toll, und hier sind dann 7 Gegner insgesamt? Das ist doch lächerlich. Aber wir kriegen fast 200.000 XP. Geil. Das ist ordentlich, möchte ich behaupten. Tötet Zaha die Schlitzerin. Na dann. Gucken wir doch mal, ob wir die finden. Und müssen wahrscheinlich auch noch 100 weitere Monster töten. Richtig geraten. Ja, das gute Querbeil. Da ist die Klinge dann nicht längs zum Stiel, sondern quer. Ist total praktisch. Gott, wie scheiße das wäre. Stell dir mal vor, du hast so einen Stiel und da ist... Das ist noch bescheuerter, weil sowas eigentlich nur bei einem Spaten. Der Querspaten. Wobei, Moment, das war gerade total dumm. Weil, wie man dann unten die Schaufel an einem Spaten dreht, ist ja für, also die, ne, das ist ja völlig egal. Nur bei der Axt ist das dann echt interessant. Gut, dass das heulende Plateau hier auch gar nicht riesig ist, aber da ist sie auch schon, die Zaha. Infizierte, angsteinflößende Klauen. Okay, hat also Maul- und Klauenseuche. Gut, dass wir sie erlöst haben, möchte ich sagen. Das ist ja auch kein Leben, so mit Maul- und Klauenseuche, da wird die da auch nicht mehr glücklich. Deswegen stand die da auch völlig alleine. Die hat schon alle ihre Freunde verloren. Und war das ja quasi auch eine fast schon humanitäre Aufgabe, die wir hier erledigt haben. Schon ein bisschen bitter. Ich lasse die exquisite Essenz da mal liegen, weil wir, ich glaube, ungefähr 1000 Stück in der Truhe haben. Und ich eigentlich keinen Bock habe, einen zweiten Stack aufzumachen. Wobei ich das vermutlich schon habe, ohne es bemerkt zu haben. Muss ich gleich nochmal gucken, wenn ich wieder in der Stadt bin. Ja, die Viecher gehen mir auch so richtig auf den Knispel. Nicht, dass sie viel Schaden machen würden oder so, aber sie eiern halt die ganze Zeit rum und lassen sich nicht treffen. Grimok der Grässliche. Naja. Okay, scheint es auf jeden Fall einen schnell ausbreitenden Fußpilz zu haben. Das ist schon ein bisschen grässlich. Aber seine Diener sind elektrisierend. Springt der Funke quasi direkt über, wird Roswitha sofort rollig. Fehlt mir natürlich Vita, dafür habe ich minimal mehr Schaden.
Und ein bisschen mehr Def. Pff, scheiß drauf. Gart, der Wahnsinnige. Wahnsinniger Meister der Gefallen. Ist ja der Wahnsinn. Der war schon mal wahnsinnig ineffektiv, möchte ich sagen. Was hat er dabei gehabt? Ein Kupferschloss? Kupferschlosseroberer. Aha, aha. Das mal so, so Kupferschlosseroberer ist doch garantiert auch ein Name für so einen Frauenhelden im Mittelalter gewesen, oder? Der so die ganzen Keuschheitsgürtel der Mädels geknackt hat. Kupferschlosseroberer. Ja, auf jeden Fall. So, wo ist der Rest vom Schützenfest hier? Das waren doch jetzt nicht nur zwei Champions, könnt ihr mir noch nicht erzählen. Schützt den gierigen Minenmitarbeiter. Gar nicht ein. Muss ich erstmal den Waldtriumph einsammeln. Dann kann ich mich um deine Probleme kümmern. Oh, leider ist er tot. Schade. Hm, naja. Ach, oder? Ach nee, er steht da einfach noch und wird doch überhaupt nicht angegriffen. Warum auch? Ja, quatsch mich nicht voll. Mist. Langsam brauchen wir zu viel XP für zwei Level-Ups pro Folge. Damn. Ah, ja, so viel dazu. Wow. Super Items. Den Schaden von Phalanx ist mir scheißegal. 10% Bewegungsgeschwindigkeit, ja, okay, ist nett. Aber. Ich weiß nicht. Wie viel Vita haben wir dann weniger? Na, zwei, okay, 2000 Leben. Ich lasse das einfach mal, ne? Schildstoß oder Phalanx nutzen wir eh beides nicht. Dafür kriegen wir eine Handvoll XP pro Gegner mehr. Vita ist jetzt nicht so wichtig. Oh, ist gekauft. Gehe ich nochmal kurz in die Stadt und zerlege meinen kleinen Scheiß. Und dann haben wir doch die zwei Level pro Folge geschafft. Eine gute Sache. Kann ich auch nochmal ein bisschen Blick auf die Skills werfen? Ach Quatsch, nicht herstellen. Weg mit dem Scheiß, zack. Ach nee, das hier waren 1000, die wir hatten, Arkanstaub. Wobei uns natürlich exquisite Essenz sind wir auch kurz vor der 1000, also von daher. Die 1000 mache ich dann noch voll und danach, keine Ahnung, können wir verkaufen. Neue passive Fertigkeit haben wir. Und zwar Gebot ist Gebot. Erhöht die Dauer des proaktiven Effekts. Alarm. Braucht keine Sau. Bestrafen nutzen wir nicht. Schwungangriff nutzen wir nicht. Gesegneter Schild nutzen wir nicht. Himmelsfuhrer nutzen wir aber. Im Moment haben wir strahlheilige Energie, wächst auf 12 Meter. Das ist ein mächtiger Strahl, möchte ich sagen, und macht einen ganzen Batzen Schaden. Und der Strahl teilt sich in drei kleinere Strahlen auf, die im Verlauf von 6 Sekunden jeweils... Das ist fast noch ein bisschen geiler, oder? Das ist ja quasi, statt 1680 haben wir dann ja quasi 3 mal 1440. Probiere ich, glaube ich, mal aus. Also das wären ja dann quasi 4520, finde ich, Quatsch. ...4320, oder? Oh Gott, Kopfrechnen ist auch nicht so meins.
Also 3x40 sind 120 und 1200 sind drei, genau, sind 4320, genau. Ja, probieren wir mal aus. Vielleicht ist das ja total geil. Weiß ich noch nicht. Phalanx juckt mich herzlich wenig. Und was haben wir denn hier? Nicht, dass ich das aktiv viel nutzen würde, aber im Moment haben wir erhöht die Rüstung und da haben wir dann dem Gebot Nachdruck zu verleihen reduziert. Außerdem 5 Sekunden lang den von Gegnern verursachten Schaden um 15%, wenn diese euch oder einen Verbündeten angreifen. Ja, wenn sie uns nicht angreifen, machen sie auch keinen Schaden. Dann müssten wir den auch nicht reduzieren. Aber okay, die Schadensreduktion kann höchst. Was? Ah, okay. Das heißt, nee, Moment, die Schadensreduktion kann höchstens 60. Das heißt, das, aber das stackt ja auch nicht. Also entweder ist das scheiße geschrieben oder es ist sinnlos. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich bleibe auf jeden Fall mal hierbei. Nutze ich halt eh nicht. Also von daher. So, Blinken abgestellt, Folge auch abgestellt. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Nächste Folge, weiter Kopfgelder. Zumindest den zweiten Akt würde ich von den Kopfgeldern her noch ganz gern fertig machen, um eben den Würfel mitzunehmen. Und dann ist, glaube ich, auch mal wieder Zeit für Nephalem-Portal. Ja, von daher würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.